Ja, hallo, da sind wir mal wieder zu einem weiteren Tutorial. Diesmal geht es um Linda. Sicherlich vielen schon bekannt. Linda ist ein kleines Programm, mit dem man wunderbar Tasten und Joystick-Buttons zuordnen kann. Insbesondere Nutzer des Hoi Insight MCPs haben da ihren Vorteil, weil nahezu jedes Flugzeug damit wunderbar programmierbar ist. Wir wollen heute einfach nur mal sehen, wie kann man mit Linda am einfachsten ein neues Flugzeugmodul, wie man das dann nennt, installieren. Das geht nämlich direkt aus Linda heraus. Zum Thema Linda werde ich nochmal und Installation werde ich nochmal ein gesondertes Video machen. Ich glaube, da ist auch etwas Bedarf. Da werdet ihr auch sehen, das ist gar nicht so schwierig. Zunächst wollen wir uns ein passendes Modul herunterladen. Ich habe mich für die neue PMDG NGX U entschieden und euch das mal daran zeigen. Wir rufen also die Linda-Seite auf. Die liegt hier bei AFSIM im Forum. Den Link seht ihr hier oben. Im Linda selbst gibt es ein paar Unterordner. Entscheidend für uns ist hier der Ordner Linda Downloads. Da finden wir alles, was zu Linda gehört. Die neueste Linda-Version ist hier oben immer eine Liste mit verfügbaren Modulen und auch ein kleines Tutorial auf Englisch, wie man sowas installiert. Und das ist genau das, was wir heute machen wollen. Und in der Liste finden wir hier einige aktuelle Flugzeuge auch. Und hier ist die Modulversion 1.4 von der NGX-U. Und die rufen wir hier auf und dann laden wir das über den Download herunter. Weiter unten noch ein paar Hinweise darauf, was es mit dem Modul hier auf sich hat. Die letzten Veränderungen, die entstehen oder gemacht worden sind. Und immer wieder taucht hier auch MCP2 auf. Damit ist das Hoi Insight MCP2 gemeint. Das ist die neuere Version. Die unterscheidet sich von der älteren MCP1-Version durch hintergrundbeleuchtete Tasten und das Fehlen des Kursknopfs aus in der Boeing-Variante. Und das ist ganz entscheidend, das ist auch ein weiterer Teil, den wir heute hier noch machen wollen. Die Module sind fürs MCP2 erstmal gemacht, beinhalten aber auch den Code für das MCP1 und Linda kann das umwandeln, wenn man denn das ältere MCP1 hat und nicht das MCP2. Ja, also User vom MCP2 können nach der Installation direkt loslegen. Die das MCP1 haben, die sollten sich den zweiten Teil dieses Videos noch mit anschauen. Also, wir beginnen mit dem Download. Klicken hier drauf. Dann wird es heruntergeladen. Da ist es schon. Und wir öffnen mal den Ordner, in dem das ist. Ich hatte es schon einmal geladen, deswegen die 1 dahinter. Nicht verwundern. Dann sollte man dieses gesippte Datei einmal entpacken, damit Linda dann nachher mit richtig umgehen kann. Jetzt ist das entpackt und wir finden den nachher hier im Download-Ordner auch, den entpackten Ordner. Jetzt können wir das schon wieder zumachen. Und das hier auch. Brauchen wir nicht mehr. Und ich mache solche Sachen immer mit dem Linda ohne Flugsimulator laufend. Man kann es auch im laufenden Betrieb machen, aber in dem Fall jetzt hier starte ich Linda mal von Hand aus dem Module-Ordner heraus. Und da ist es auf dem anderen Schirm. Ich hole es mal rüber. Ich kriege auch die Meldung, dass der Flugsimulator gerade nicht läuft. Das ist das Fenster mit den Settings. Und hier oben sehen wir, dass das vorausgewählt ist.
Und um jetzt das neue Flugzeug oder das neue Modul zu installieren, brauchen wir die Maintenance. Ich kann einmal reingehen. Jetzt ist an dieser Stelle hier noch alles grau, ausgegraut. Ich kann hier nichts auswählen. Das liegt daran, dass hier oben ein Flugzeugtyp ausgewählt ist. Das ist FSX Default. An der Stelle noch eine Bemerkung. Auch bei P3D heißt das hier FSX Default. Die haben das nie geändert. Könnte man ja vielleicht mal machen. Wir brauchen aber kein Flugzeug ausgewählt hier, sondern wir gehen hier oben, dass da nur Aircraft steht. Und schon kann ich hier was auswählen. Im gleichen Fenster kann ich auch die Linda-Software hier aktualisieren, wenn ich eine neue Version heruntergeladen habe. So, Import Aircraft Modul. Das wollen wir jetzt tun. Select Source Folder. Das müssen wir da einmal rein. In den Bereich Download. Da oben an erster Stelle, wenn ich das hier sortiert habe, nach dem Änderungsdatum, habe ich meinen gerade heruntergeladenen Ordner. Und den wähle ich einfach hier so aus. Select. Und dann kriege ich auch schon den Hinweis, dass ich das jetzt hier importieren kann. Sollte denn noch weiter verschachtelt sein, wenn ich zum Beispiel nur den ersten Ordner auswähle, ich mache das mal. Ich habe also jetzt nicht den eigentlichen darin enthaltenen Ordner ausgewählt, sondern nur das, was entpackt wurde. Dann gibt es eine Fehlermeldung, dass das nicht der richtige Ordner ist. Und wir können es nochmal neu auswählen. Also der Ordner da drin ist nochmal ein Ordner enthalten. Den einmal anklicken, dass er ausgewählt ist hier unten. Select und schon geht das. Dann reicht ein Klick und das Modul ist installiert. Und das war's schon mit dem neuen Aircraft-Modul. Wenn wir es jetzt hier aufrufen, ich habe da einen Haufen Zeug drin. BMDG, NGX, NGXU. Okay. Da sind also schon alle neuen Funktionen schon aufgeführt, ja, für die neue Version. Jetzt gilt es aber noch, das ist fürs MCP2 gemacht. Weil einige User haben das auch festgestellt, wenn die das jetzt hier benutzen, dann funktionieren auf einmal irgendwelche Knöpfe nicht so wie gewohnt. Und das wollen wir ändern. Deswegen müssen wir einmal in die Settings gehen. Und in den Settings auf der rechten Seite unter MCP, Setup MCP Combo. Das hier. Da seht ihr, mein Typ ist hier in MCP1 ausgewählt. Ich gehe jetzt so vor, wie die das bei Linda auch beschreiben. Wir sollen dann einmal auswählen MCP2 und wir machen Save. Dann geht man in das entsprechende MCP-Combo-Modul. Oben sollte die Maschine ausgewählt sein. Und dann hieß es, wir müssen eine Sache einmal ändern. Da bietet sich das hier an, dieser Mode 3 hier, wenn ich jetzt nicht irgendwas umschreiben will, den kann man rausnehmen und auch wieder reinmachen. Und in dem Fall ist hier oben der Button Save jetzt orange. Und jetzt soll man nicht einfach so da drauf klicken, sondern man drückt die Steuerungstaste oder Kontrolltaste, hält die gedrückt und klickt dann auf Save. Und dann kommt diese Meldung. Config Save as VAE MCP Combo 1 Original Version. Okay. Und die kommt nochmal, dass es auch für die Airbus-Version nochmal konfiguriert wurde. Also der konvertiert uns hier das in die verschiedenen Versionen. Auch, also wer also auch ein Airbus MCP hat von FeuerInsight, kann das hier mit passend konvertieren. Dann wird es nur noch bestätigt. Und jetzt gilt es nur noch, in die Settings zu gehen, wieder Setup MCP-Combo und unser MCP1 auszuwählen. Nicht vergessen, Save zu drücken. Und jetzt sind alle Funktionen, die hier vorgesehen sind, auf die NGXU umgebaut.
So, jetzt stellen wir fest, hier sind die Kursknöpfe noch nicht, der Kursknopf ist hier nicht belegt, was daran liegt, dass das MCP2, für das dieses Modul gemacht wurde, gar keinen Kursknopf hat. Das wird an anderer Stelle hier verarbeitet oder eingestellt. Das MCP1 hat aber einen Kursknopf, deswegen kann ich hier die entsprechenden Funktionen auswählen. Da bietet uns Linda hier in dem Modul jede Menge an. Dabei handelt es sich jetzt hier um einen Autopilot-Knopf. Und jetzt darf man nicht den Fehler machen, dass man hier rechts oder links auswählt. Es gibt eine Funktion, die rechts und links bedient und mit der ich den toggeln kann. Also ich kann damit hin und her schalten, indem ich auf den Knopf drücke. Das wäre also hier die richtige Funktion. Das wäre links, rechts, Ink. Wird auch gleich die schnelle Variante, wenn ich schneller drehe, mit eingetragen automatisch. Dann die zweite Seite. Das ist auch wieder links, rechts, Decrement. Und als letztes nehmen wir noch, wenn wir da drauf drücken, auch wieder Knopf links, rechts, Toggle. Damit kann ich jetzt zwischen dem linken und dem rechten Kursknopf im 3D-Panel hin und her schalten. Nicht vergessen, anschließend noch auf Save zu klicken und fertig. Damit haben wir unsere Einstellungen und Konvertierung beendet. Viel Spaß damit.